Servus Leute, ich bin's, euer Brandy. In der letzten Folge haben wir das Dorf Dali betreten, eine Nacht dort verbracht, im Waffenladen ein bisschen gestöbert, ein bisschen was eingesammelt, sie dann ausgerüstet, neue Abilities erlernt, den Dorfschulzen gesehen, der beschäftigt ist ohne Ende, und die Kinder gesehen, die etwas, naja, die unfair gegenüber Vivi waren und skeptisch sind. Lilly bemüht sich immer noch, das Active Time Event Nummer 2. Vorhin wurde ich zwar ganz schief angeguckt, aber ich werde versuchen, mit dieser Dame hier normal zu reden. Herzlich willkommen. Hättet ihr vielleicht Lust, euch ein wenig mit mir zu unterhalten? Unterhalten? Ich komme auch aus einem Dorf. Zeigt ihr mir eure Ware? Also, Tante Bolle, was soll denn das? Siehst du nicht, dass wir Kundschaft haben? Dann erzähle ich dir eben nicht, was ich gerade Krasses gesehen habe. Edge. Krasses? Siehst du denn nicht, dass ich gerade arbeite? Oh nein, bitte, lasst euch nicht von mir stören. Das ist die Gelegenheit, ein normales Gespräch zu verfolgen. Werde ich auch nicht. Und zwar. Oh ja, oh ja, 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 oh, oh ja, oh ja, oh, oh ja, oh, 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 mm, ja, oh, oh. Entschuldigung. Entschuldigt, aber wir haben noch nicht geöffnet. Oder benötigt die Arzneimittel? Ja, unbedingt. Nee, eigentlich brauchen wir die nicht. Sag mal, kam hier ein Mädchen mit langen schwarzen Haaren vorbei? Nein. Danke. Das ist sehr, danke. Vivi. Wir quatschen mal mit Vivi, bevor wir unsere Prinzessin suchen. Hey, Vivi. Gibt's da was zu sehen? Sieh dann! Ich habe nur nachgedacht. Ach, jetzt weiß ich Bescheid. Du hast bestimmt ein Mädchen getroffen und dich direkt in sie verschossen, stimmt's? Hä? Nein, das stimmt gar nicht. Jetzt sag bloß, du stehst nicht auf Mädels. Eigentlich habe ich noch nie über so etwas nachgedacht. Echt nicht? Also ich denke irgendwie an nichts anderes. In Lindblung fliegen sie sowieso alle auf mich. Wenn du also mal diesbezüglich Hilfe brauchst, werde ich dir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Gut, danke. Auf jeden Fall wollte ich gleich mal eine Lagebesprechung einberufen. Ich gehe Lilly und den alten Steiner suchen. Geh doch schon mal in die Pension zurück. Gut, habe verstanden. Sehr gut, hast du es gemacht, Baby. Sehr gut. Ach ja, was gibt's denn hier tatsächlich zu sehen? Ich höre immer so ein Krell von hier drüben. Na, dann läuft hier wohl irgendwie ein Chikobo rum. Hä? Krell. Also, bis gleich in der Pension. Okay. Ja. Was wohl ein Chikobo sein mag? Chikobo. Nein, die haben jetzt Vivi gefunden. Ah! Ha? Was ist das? Den alten Steiner mal außen vor. Wo ist eigentlich Lilly hingegangen? Active Tournament. Die Mieze hat schon wieder gesehen. Die Mieze hat schon wieder gesehen. Mann, hat der ein Gesicht gemacht, als hätte er Brane beim Duschen gesehen. Hat ihn direkt von den jüngeren Arbeitern in Gewahrsam nehmen lassen. Jetzt nur noch den Scheinheiligen spielen, bis die anderen das Dorf verlassen. Huch, schnell schlafen legen. Ist ja nicht so, dass der Mokri da wäre oder so. Nein, das bekommt er ja alles gar nicht mit. Nein. Ah. Achso, jetzt kann ich mich schon wieder bewegen. Wir gehen jetzt mal da rein, wieder in den Waffenladen. Und Heureka, wer steht denn da? Lilly! Gibt's da was umsonst oder wie? Lilly! Aha. Synchron schauen. Synchrone schauen.
Entschuldigung. Sieh dann. Was hast du denn gesehen? Du bist ja ganz rot im Gesicht. Hast du etwa Fieber? Nein, nein, es ist nichts. Es ist alles in bester Ordnung. Aber irgendwas ist anders. Was denn? Jetzt weiß ich's. Deine Redeweise ist gar nicht mal so schlecht. Danke. Bei dem Theaterstück habe ich ja auch gut mitgespielt, oder? Ja, richtig. Da habe ich fast schon gedacht, dass du so gut bist wie das. Meister Evans Werke sind meine Lieblingsstücke. Ich habe sie alle gesehen. Und das Stück Deine Taube möchte ich sein ist mein Lieblingsstück. So ist das. Das wusste ich ja gar nicht. Tja, jetzt weißt du es. Ist Ruby die Dame, die ich auf dem Theaterschiff mal traf und die eine etwas seltsame Redeweise hatte? Ja, genau die. Vielleicht sollte ich versuchen, so zu sprechen wie sie. Hä? Was? Nee. Das lassen wir mal. Das ist Rubys ganz eigener Style. Den kann man einfach nicht nachmachen. Und sie ist teilweise auch nicht immer zu verstehen. Deswegen solltest du versuchen, ganz normal zu sprechen. Wie du Gut, verstanden. Ich wollte gleich mit allen besprechen, wie es jetzt weitergeht. Würdest du schon mal zur Pension zurückkehren? Und du sie dann? Ich bin auch gleich da. Gut, dann werde ich schon mal vorausgehen. Nicht schlecht, du redest so, als wärst du hier aufgewachsen. Danke. Vielleicht wird's dann doch noch was mit der Grenzüberquerung. Vielen Dank, es war nett mit euch. Die war aber komisch. Es bedarf reichlicher Überlegung, ob nach Erhalten einer guten Rüstung oder Waffe diese gegen alte ausgetauscht werden soll. Stehen Sie womöglich kurz davor, eine neue Ability zu lernen? Ob Sie nach Erlernen einer neuen Ability Ihre Ausrüstung wechseln, ist Ihnen überlassen. Sie sind jedoch knapp bei Kasse, wenden Sie sich an uns. Wir kaufen alles. Drücken Sie doch beim Umschauen mal Select. Gelegentlich wird dann eine kleine Erklärung zu den Waren eingeblendet. Werfen Sie zum Beispiel ein Auge auf unsere stolze Seinen Quedea. Sie werden erkennen, dass sie gleichzeitig die Zustandsveränderung Schweigen erteilt. Um eine Zustandsveränderung zu erteilen, benötigen Sie die entsprechende Ability. Und wie wäre es mit einer Kartenspiel? Endlich habe ich erfahren, dass die erste Zahl auf der Karte für ihre Angriffskraft steht. Die dritte und vierte stehen vermutlich für ihre Verteidigungskraft. Bei den zweiten Zahlen bin ich mir noch nicht so sicher. Wenn ihr euch auf eine Partie mit mir einlassen wollt, drückt die Viereck-Taste, Tante Emma. Das werden wir natürlich jetzt nicht machen. Ja. Ach, soll der Steiner doch bleiben, wo die Todesschotten sollen. Todesschotten wachsen. Erstmal zurück zur Pension. Ja, den Steiner mal außen vor gelassen. Wir suchen nämlich nach. Also, ich denke mal, die werden gleich merken, dass der Vivi nicht kommt. Deswegen müssen wir nach Vivi suchen. Das gibt's ja wohl nicht. Habe ich dich warten lassen? Ich habe Vivi Bescheid gesagt. Der wird gleich hier sein. Und wie gefällt dir dieses Dorf? So oft kommst du wahrscheinlich nicht aus dem Schloss, oder? Nein, eigentlich nicht. Aber mir gefällt dieses Dorf. Es gibt so vieles, das ich noch nicht kenne. Und überhaupt ist es das erste Mal, dass ich so frei herumlaufen kann. Aber ich habe bis jetzt nur Kinder gesehen. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Normalerweise müssten die Erwachsenen die Felder bestellen. Oder sonst irgendwo zu sehen sein. Und das Feld war auch nur sehr klein. Stimmt. Irgendwas hat es mit diesem Dorf auf sich. Lass uns sofort aufbrechen, wenn Vivi zurück ist. Und was ist mit Steiner? Ich habe eine super Idee, wie wir durch das Südentor die Grenze überqueren können. Da die Grenzpatrouillen nur nach dir suchen, müssen wir nun dich gut verstecken. Es wird schon schief gehen. Anders ausgedrückt, schaffen wir es auch ohne den Blecheimer. Hauptsache, ich bin dabei. Active Time Event. Ritter im Dienste ihrer Majestät. Dün, 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 dün,
Das Brennholz ist perfekt aufgestapelt. Bei was kann ich euch noch behilflich sein? Das Putzen gehört zu meiner Aufgabe. Ihr müsst mir nicht dabei helfen. Oh, bitte entschuldigt meine Aufdringlichkeit. Aber so habt ihr immerhin Zeit gespart. Vielleicht besitzt ihr jetzt die Freundlichkeit und könnt mir eurem Vater vorstellen. Warum das denn? Vater kommt erst nach Hause, wenn es dunkel wird. Alle Erwachsenen arbeiten tagsüber und kommen erst abends wieder. Verstehe. Ich dachte immer, in einer Kneipe erfährt man alles, aber... Aber es besteht natürlich keine Notwendigkeit, auf einen Erwachsenen zu warten. Erlaubt mir, euch meine Frage zu stellen. Ich benötige genaue Informationen über die Verkehrsanbindung in diesem Dorf. Jegliches Beförderungsmittel ist recht. Ich benötige eure Kooperation, denn es ist meine Aufgabe, eine äußerst wichtige Persönlichkeit wieder in das Schloss zu geleiten. Seid ihr etwa aus dem Schloss Alexandria? Jawohl, Sir. Ich gehöre zur hoheitlichen Einheit, die der Majestät direkt unterstellt ist. Hauptmann der Pluto-Truppe Adelbert Steiner zur Stelle. Pluto-Truppe? Ich glaube, von der habe ich schon gehört. Wenn ihr vom Hofe seid, darf ich es euch ja sagen. Geht zum Aussichtsturm draußen vor dem Dorf. Dort wohnt Großvater Vater Josef. Er kümmert sich um die Frachtschiffe. Frachtschiffe? Unglaublich, dass diese fliegenden Museumsstücke auch in diesem Dorf Halt machen. Man dankt. Wartet. Was gibt es noch? Vielen Dank für eure Hilfe. Nicht der Rede wert, ihr seid es, die mir geholfen habt. Ich bin in Eile, entschuldigt. Steiner salutiert! So langsam müssten unsere Kerle merken, naja, letztendlich hätte es auch keinen großen Unterschied gemacht, wären wir nicht dort eingebrochen. Aber auch heute noch nicht. Und noch ist das Haus der Kings höchst mysteriös. Naja. Aber die Erlebnisse eines Diebes interessieren dich eher weniger, oder? Aber nein, das ist es nicht. Ich mache mir nur langsam ein wenig Sorgen wegen Vivi. Schließlich ist er nicht da. Da hast du allerdings recht. Das dauert mir auch ein wenig zu lange. Dass der alte Steiner noch nicht zurück ist, juckt mich ja wenig. Aber dass Vivi noch nicht hier ist... Gut, lass uns Vivi suchen gehen. Wie werden wir das denn anstellen? Wie werden wir das denn anstellen? So, wir werden jetzt rausgehen. Und ich werde einen kleinen Cut setzen. Wir sind zwar bei 13 Minuten, aber ich werde trotzdem den Cut setzen, weil ich es einfach will und kann. Und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge, meine Freunde. Bis dahin. Chosen.